Horst Naumann, geboren am 17. November 1925 in Dresden und gestorben am 19. Februar 2024 in Duisburg, war ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Radiomoderator. Mit mehr als 150 Film- und Fernseharbeiten hat er in seiner Karriere große Erfolge erzielt. 1953 begann Horst Naumann seine Filmkarriere als Gefreiter Heinz Kersten im DEFA-Film Das geheimnisvolle Wrack. 1958 wechselte er von der DEFA in die Bundesrepublik Deutschland, wo er weiterhin in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen erfolgreich war. Die 1960er Jahre markierten Naumanns Aufstieg zu Ruhm durch Hauptrollen in Fernsehserien wie Wolken über Kaprun 1964, Mit uns zu Hause 1966 und Raum 13 1967. Obwohl Horst Naumann vor allem durch seine Rolle als Arzt in der Fernsehserie Die Schwarzwaldklinik und als Schiffsarzt in Das Traumschiff bekannt wurde, erstreckte sich seine Karriere über mehr als 5 Jahrzehnte mit 155 Film- und Fernseharbeiten. Trotz seiner glänzenden Erfolge verlief das Leben von Horst Naumann nicht ohne Herausforderungen und Trauer. Die größte Trauer war der Verlust seiner Frau Christa von Arvedi im Jahr 2003, nach mehr als einem halben Jahrhundert Ehe. Er kam jedoch darüber hinweg und führte sein Leben weiter. Im Jahr 2010 heiratete er erneut seine Managerin Martina Linn. Schließlich hat Horst Naumann den Fans eine tolle Erinnerung hinterlassen und ist einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Er verstarb im Jahr 2024 und hinterließ bleibende Spuren in der Kunstbranche, und seine Abwesenheit ist ein großer Verlust für die deutsche Unterhaltungsindustrie. Trotz Höhen und Tiefen und Verlusten in seinem Leben bewahrte Horst Naumann seinen Geist und leistete weiterhin einen Beitrag zur Kunst. Im Jahr 2005 veröffentlichte er eine Autobiografie mit dem Titel Between Beacon and Dreamboat, in der er über seinen beruflichen Werdegang und seine persönlichen Erfahrungen berichtete. Dieses Buch ist nicht nur ein Dokument seiner Karriere, sondern auch eine Inspirationsquelle für diejenigen, die Kunst und Leidenschaft im Leben verfolgen. Horst Naumann ist ein Mann mit einem starken Herzen, der in der Lage ist, die Schocks des Lebens zu überwinden und weiterhin etwas zu schaffen. Obwohl er seine Frau verlor und Schwierigkeiten durchlebte, fand er sein Liebesglück wieder, als er im August 2010 Martina Linn erneut heiratete. In schwierigen Zeiten musste er möglicherweise mit vielen verschiedenen Emotionen umgehen, darunter Traurigkeit und Leid. Das ist völlig natürlich und ein unvermeidlicher Teil des Lebens. Doch Horst Naumanns Kraft und Ausdauer halfen ihm, diese Schwierigkeiten zu überwinden und weiterhin ein erfülltes und aktives Leben zu führen. Das Leben von Horst Naumann ist mit all seinen Erfolgen und Herausforderungen eine inspirierende und bedeutungsvolle Geschichte. Er hinterließ ein starkes Erbe in der deutschen Kunstszene, und diejenigen, die ihn liebten, werden ihn immer als leuchtenden Stern in der Welt des Kinos und Fernsehens in Erinnerung behalten. Horst Naumann ist mit seiner langen und abwechslungsreichen Karriere zu einer Ikone der deutschen Unterhaltungsindustrie geworden. Seine harte Arbeit, seine Leidenschaft und seine hervorragenden schauspielerischen Fähigkeiten haben unvergessliche Werke geschaffen, die beim Publikum Freude und einen tiefen Eindruck hervorrufen. Horst Naumanns Leben ist voller Farben, von glücklichen Momenten bis hin zu Prüfungen und Verlusten. Die dauerhafte Liebe zu seiner ersten Frau, Christa von Arvedi, war ein wichtiger Teil seines Lebens. Ihr Tod hinterließ eine große Lücke in seinem Herzen, aber er fand neue Kraft und Glück in seiner Liebe zu Martina Linn. Im Leben geht es nicht nur um Erfolge und Glück, sondern auch um Schwierigkeiten und Herausforderungen. Horst Naumann begegnete allen Schwierigkeiten mit Optimismus und Entschlossenheit. Das Teilen seiner Geschichten und Erfahrungen in seiner Autobiografie, Between Beacon and Dreamboat, ist eine Möglichkeit, der nächsten Generation Kraft und Geduld zu vermitteln. Schließlich ist der Tod von Horst Naumann im Jahr 2024 ein großer Verlust für die Künstlergemeinschaft und Fans. Sein Vermächtnis lebt jedoch in den Kunstwerken, die er zum Ausdruck brachte, und in den Herzen derer, die ihn liebten und respektierten, weiter. Horst Naumann war eine Ikone, ein Künstler voller Emotionen und Gefühle,
der die Geschichte des deutschen Kinos und Fernsehens unauslöst. We're going to keep rattling through. So question number 8, which country is known as Suomi in Estonian? Is it Denmark, Greece, Finland or Colombia? Which country is known as Suomi in Estonian? Denmark, Greece, Finland or Colombia? Good job to everyone who put Finland. We made this quiz a bit too easy, Charlotte. What do you reckon? It's definitely got some high scores. It's nice, though. It's good. You guys are too good. We still have a few questions left, so we're gonna keep it rolling. So our next question, number 9. Azerbaijani is part of which of the following language families? Oghuz, Tibeto-Burman, Austroasiatic, or Polynesian? Azerbaijani is part of which of the following language families? Oghuz, Tibeto-Burman, Austroasiatic, or Polynesian? Job is indeed Oghuz, which for me is the hardest one to pronounce. Okay, we just have 4 questions left. Thank you for bearing with us as we wrap this up. So without further ado, question number 10. How do you say yes in Greek? Ya, ohi, ne, or evharisto? How do you say yes in Greek? Ya, ohi, ne, or evharisto? Good stuff. It is indeed ne. All of the other words are also words in Greek. We'll let you go away and research the thing for yourself. You can find all of the words on the UTalk app if you want to learn Greek. Okay, question number 11. Which language does the word pajama come from? Latin, Hindi, Hebrew, or Japanese? Which language does the word pajama come from? Latin, Hindi, Hebrew, or Japanese? Yes, it is indeed the word Hindi. Sorry, the language Hindi. Word from Hindi. That's the one. Okay, we just have 2 questions left. Let's find out who our champion is in just a moment or two. So question number 12, which one of these languages uses tones? Vietnamese, Bengali, Swahili, or Arabic? Which one of these languages uses tones? Vietnamese, Bengali, Swahili, or Arabic?